ich mache mal kurz Pause. Heute ist fotografierfreier Tag. Unser Fotograf und Maria, unser Model, die haben frei. Und ich bin 50 Kilometer nördlich von Salzburg in Oberösterreich für einen guten Zweck. Unter die Bildhauer bin ich gegangen. Ihr seht, ich habe einen kleinen Hasen angefangen. Das ist nicht der Dürerhase, soll es werden, sondern Osterhase Supernase. Und den habe ich mir ausgewählt als Postkarten, großes Motiv für einen guten Zweck im Rahmen eines großen Projekts Rock of Hope. Und was damit auf sich hat, das frage ich jetzt den Initiator, der die ganze Idee gehabt hat, Christian Koller. Ich komme mal runter zu dir, Christian. Hallo. Und nehme mal die Brille ab. Schön, dass wir hier sein dürfen. Und ich wollte mal fragen, was hat es damit auf sich, mit diesem Riesenstein? Der Rock of Hope ist ein Marmorblock mit einem Gewicht von 10,5 Tonnen. Und auf seiner Oberfläche haben ca. 500 solche Postkarten große Motive, wie eben dein Haseplatz. Und wir haben sehr, sehr viele Leute eingeladen, je ein so ein Feld zu kaufen und den Erlös der Hospizbewegung zugutekommen zu lassen. Und wir sind natürlich auch sehr froh, wenn die Spender dann selbst, so wie du auch, die Motive hier in den Marmormeißeln und der Block rundherum sozusagen mit den verschiedensten Themen angefüllt wird. Im Zuge des nächsten Jahres wird er dann in Summe mit ca. 500 solcher kleinen Reliefbilder voll sein und wird einen endgültigen schönen Standort in Salzburg bekommen. In Salzburg wird er aufgestellt ja, ja. Und ist dann sichtbar. Und ist dann sichtbar. Genau, wohin geht das Geld? Also Hospiz hast du erwähnt? Die Hospiz, das Kinderhospizwerk braucht also dringend für Kinder, die unheilbar krank sind und ärztliche Betreuung brauchen, Mittel. Und wir versuchen nicht nur eine Kollekte zu veranstalten, sondern wir versuchen auch hier tatkräftig bildnerischen Einsatz zu haben, sodass wir es auch zusätzlich auf Dauer etwas Bleibendes schaffen. Sehr gut. Ich muss jetzt an den Hasen ran. Der Hasen muss frei liegen, hast du gesagt, ganz wichtig. Ja. Es ist gar nicht so einfach, es geht richtig zur Sache. Schutzbrille aufsetzen. Ja, Schutzbrille aufsetzen. Das Wichtigste ist Kreativität mitbringen, alles andere ist nicht so schwer. Ja, und ein bisschen fleißig hier die richtige Technik anwenden. Ja. Der Christian zeigt mir doch ein bisschen, wie ich es besser mache. Ja. Aber man kann schon einigermaßen was erkennen. Man kann es gut erkennen. Der Hase ist sozusagen als erhabenes Motiv vor einem vertieften Hintergrund sichtbar. Ja, genau. Und so entstehen und wachsen auch diese vielen anderen Motive am Stern. Ich werde weitermachen. Christian, danke fürs Gespräch. Okay. Hat Spaß gemacht. Und tschüss. Ciao. Servus.